Ja, wir wollten mal ein neues Format finden, wie wir Menschen zusammenbringen. Das ist unser großes Credo, unser großes Ziel. Und jetzt haben wir eine Menge Menschen aus unserem Umfeld hier zusammengebracht, um gemeinsam Sport zu treiben. Da findet man zueinander. Bei uns schlägt das Fußballerherz, aber wir haben viele unserer Sponsoren und Gönner aus dem Umfeld, die dem Golfsport frönen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir doch mal zuhören und wollen uns doch mal anders aufstellen. Und wie man heute sieht, hat es wirklich toll geklappt. Ja, es ist halt einfach mal was anderes. Es ist eben ein Unterschied, ob man sich immer nur im Max-Marlach-Stadion trifft, was natürlich wunderschön ist, oder ob man sich dann eben einfach mal für die Golfer affin sind, auf so einem Golfplatz dann eben trifft. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man die Menschen miteinander vernetzt. Das ist ja auch oftmals beim Sponsoring Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und hier hat man natürlich viel entspannter die Möglichkeit, wenn man mit seinen Flightpartnern bei 18 Loch dann 4 Stunden und jetzt heute 2,5 Stunden unterwegs ist, dann kann man sich schon ganz gut austauschen, sich kennenlernen und dann natürlich auch gerne vielleicht den einen oder anderen Termin vereinbaren. Ja, es gab diejenigen, die passionierte Golfspieler sind, die sind dann natürlich auf eine Runde gegangen. Es gab aber auch die Schnupperkurse. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Ja, für mich war es das erste Mal jetzt beim Golfen oder auf dem Golfplatz. Wir waren erst auf der Driving Range. Hat jetzt am Anfang gleich nicht so ganz gut funktioniert, aber mit ein bisschen Übung, mit ein paar Versuchen wurde es dann auch besser. Und wir haben dann quasi getauscht. Und waren dann am Ende beim Putten, aber da kann ja auch der Felix was dazu sagen. Ja, Putten hat ganz gut funktioniert. Ich war schon mal vor 3-4 Jahren mit einer Mannschaft golfen und Putten war ganz gut. Driving Range am Anfang auch ein bisschen gebraucht, aber dann war es, glaube ich, ganz okay für Fußballer. Ja, mega cooles Event. Also wir konnten es mal ausprobieren. Wir waren jetzt im Schnupperkurs, konnten da mal ein bisschen anschauen, wie man es macht. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, für die anderen, für das Turnier war es auch eine super coole Sache. Also wir waren sehr geehrt und freuen uns, dass der ruhmreiche Club heute bei uns zu Gast war, zusammen mit der Nürnberger Versicherung, mit der wir auch seit langem verbunden sind. Wir haben eine lange sportliche Tradition, nicht ganz so lang wie der Club natürlich, sondern erst 63 Jahre. Und wir sind geehrt und erfreut, dass die Herren und Damen mit dem großen Ball heute mal bei uns mit dem kleinen Ball waren. Ja, ist natürlich gut, dass man da auch Kontakt da, mit dem Verein bekommt, mit Leuten, die auch was mit dem Verein zu tun haben, wo man vielleicht sonst nicht mit in Kontakt kommt. Deswegen denke ich, dass der Abend doch ganz gelungen war.